Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Surprise, ich habe den Daumen dabei. Guten Tag schon wieder. So, wir gucken uns heute an Dead Guy L gegen Burn. Das war eine 7 gegen eine 3. Wunderschöne Matte hier von Burn. Ich wollte gerade sagen, von Dead Guy L mit Sicherheit nicht. Ey. Ja, da ist die dickste Schleichwerbung drauf. Das ist eine Smart-Hive-Matte, ja? Boah, die Werbung, die ist schon echt so sneaky. Die Ultimate-Guard-Werbung, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Dead Guy L, hier eine andere Version, ein bisschen, man sieht es schon an den Chromog statt an den Dark Reds, mehr mit Weiß. Und ich sehe auch schon die Chain of Smog. Mhm. Das bedeutet, wir spielen Combo. Jo. Da aber mit der Witch, ne? Genau, mit der Sledgemore Witch. Sledgemore Witch, genau. Sledge oder so, ja. Chromox. Silencer. Leg mich am Ohr. Auch eine neue Karte. Also eine Menge neue Karten in Dead Guy. Der Silencer hat 2 Mana 3/2 und man sagt eine Karte vom Gegner. Was sagst du an? Ja. Bolt einfach. Ja, aber straight welche? Up. Ja. Lightning Bolt. So. Straight up. Und wenn der Gegner diese Karte spielt, darf man eine Karte ziehen und der Gegner verliert 3 Leben. Sehr, sehr cool, wenn man weiß, wo jemand spielt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es besser ist als Talia. Aber ist eine witzige Karte. Mhm. Definitiv. Ja. Burn hier. Wow. Der klassische Start. Goblin Guide Go. Ja. Goblin Guide Beat. Kein Beat. Okay, da wird Goblin Guide hoch gevalued. Ja, ansonsten Caracas. 2 Mana Chain of Smog. Okay. Das ist surprising. Ja, einfach nur ein 2 Mana Discarder zu spielen, ist auch mal nicht schlecht gegen Burn. Mhm. Du kannst sie jetzt auch zurückwerfen. Man könnte sie zurückwerfen, aber ich glaube, der Geil hat ja nur noch 3 Handkarten. Kommt hin, ja. Ich glaube, 2 oder 3 Handkarten. Und dann würde Burn ja noch mehr verlieren. Das wäre halt schon. 6. Müssten noch 3 Handkarten haben. Mhm. Hat eine gezogen, ja. Ein Arithmesa und ein. Oh, Alter, diese Bowls, dieses Burn. Dieses Burn habe ich übrigens mal auf Instagram gepostet. Als Artwork. Das ist halt. Also die Bowls sind ungefähr so teuer wie. Dein Death in Texas? Ja. Ich wusste jetzt gerade. Ja. Ja. Aha. Die sind schon echt hübsch. Also das sind Judge Rewards tatsächlich. Ja, das ist auch das Beta-Artwork. Ja, und die sind alt. Das sind alte Judge Rewards. Das sind richtig alte. Dazu noch die Vollarten. Also es ist ja komplett voll, das Burn Deck. Das ist schon beeindruckend. Und dann siehst du auf der anderen Seite das Caracas. Okay. Ja. Wasteland und. Whoop, Wasteland Scrubland? Und Scrubland, ja. Okay. Mhm. Monastery Swift Spear. Grim Lava Mancer? Ja, Grim Lava Mancer. Wenn man mit Fetchländern spielt, hat man Grim Lava Mancer drin. Auch der richtig, richtig gut hier gerade gegen den Silencer. Ja, der schießt den heute. Hier wurde ja anscheinend auch Bolt tatsächlich angesagt, weil sonst hätte man den wahrscheinlich mit dem gegen den Silencer benutzt. Jo. Der Silencer ist 2-1 oder was? 3-2 für 2 Mana. Ist schon gut gestattet. Ja. Ohne Trade. Ja, der würde ja wahrscheinlich sowieso drauf gehen jetzt durch den Grim. Ja, deswegen. Da kann man vorher nochmal kurz schwingen gehen. Das ist halt die Frage. Oder man lässt halt die 2 Schaden auf den Dings gehen. Oder man macht beides. Ich vermute mal, dass hier wirklich einfach der Grim jetzt so oder so das Teil abschießt. Ja, aber wenn man jetzt nicht angegriffen hätte, hätte man halt die 3 Schaden liegen lassen und hätte man angegriffen und er hätte irgendwie den Goblin Guide oder so reingehalten, hätte man halt noch 2 Schaden als Burn-Spieler 2 Schaden auf den Gegner schießen können. Das ist korrekt. Auf der anderen Seite kommt jetzt so 2 Schaden über den Goblin Guide rein oder so. Ja. Eidolon. Auch gut. Also das sieht gerade nicht so gut aus für Dead Guy, ja? Nee, absolut nicht. Das ist halt... Trigger. Oh. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal... Schön. Ja. Nimmt das Eidolon raus. Ja. Wasteland. Wasteland gegen Burn ist auch eine ganz gute Karte. Wow. Das sieht irgendwie nach Scrubland. Und für 3 Mana dann... Okay, mach so. Mhm. Was nimmt man hier raus? Das Eidolon. Ich glaube, man muss hier den Grim nehmen, weil der Grim halt viel zu schnell das Ding. Stimmt, und der Grim schießt den ja einfach nächste Runde ab, stimmt. Ja. Hä? Der ist ja, wenn der Gegner stirbt, würde er jetzt einen 1-1er bekommen, was okay ist. Ja, aber ist halt auf dem Verschnellert und auch die Glocken ein bisschen. Ja. Aber es hält er jetzt auch ab, wenn der Gegner nichts machen kann. Und ich sehe auf der Hand auf jeden Fall einen
Ein Mana schießt mir jeder 3 ins Gesicht. Hm. Aber nur ins Gesicht. Ja, das ist aber ja gerade egal. Du hast ja den... Ah ne, der ist ja weg. Ja, ansonsten hält er halt einfach rein. Ja, ich würde jetzt wahrscheinlich auch komplett angreifen, würde mir dann 3 ins Gesicht werfen, aber hier wird sich für das Go entschieden. Mhm. Interessant. Okay, mehr Fetchländer sind mehr Go. Ja, du hast ja noch, da ist ja noch ein Chromox auf der Hand, so wie ich das gesehen hatte, von daher. Ja, yes. Am Mana wird es nicht scheitern. Nee, nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ja, da kommt er. Der Lava Spike. Lava Spike. Ja, gibt halt noch 2 Schaden. Wurde schon abgezogen. Dann kann man halt mit einem 2-3er, einem 2-2er und einem 2-2er angreifen, theoretisch. Ja, das oder halt nur mit dem. Das ist sehr, sehr konservativ gespielt von Burn. Ja, ich glaube, Burn weiß hier nicht ganz, was sie zu erwarten haben von That Girl. Mhm, weil so hat man jetzt gerade mal einfach 4 Schaden schon mal liegen lassen. Mhm. Hm. Was hat man noch auf der Hand vom Burn-Spieler? Sieht man nicht so wirklich. Ne? Ich glaube, es ist noch ein Bolt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, okay, das wäre safe. Das hätten wir aber dann End of Turn gespielt, wenn. Das ist nochmal ein Lava-Spike. Lava-Dart. Spike? Spike. Dart ist für einen. Ach stimmt, der Dart war der aus dem Grave. Und hier wieder nur für 2. Ja, jetzt wären wir schon Liefel, ne? Ja. Hm. Ob man jetzt nicht einfach... Also wenn man das jetzt... okay. Mehr Länder für That Girl. Stoneforge wäre halt gut gewesen für That Girl, tatsächlich. Ja, ein bisschen Life-Gain mit Better Skull wäre gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, so macht der Skyclave halt auch nicht wirklich viel. Und so ist man halt... wenn jetzt ein Spell gespielt wird im Attacker... Ja, ist man tot. Die Frage ist, ich vermute mal, dass dadurch, dass es halt nicht aufgegeben wird, es ist halt so ein bisschen schwieriger für den Burn-Spieler zu evaluieren, was hat er noch. Aber wenn jetzt so ein Double Sword to Plowshare erst kommt plus Block, dann ist halt das ganze Board weg und es ist nur noch ein 1-1er da. Ja, okay. Dann ist Double Swords kann man jetzt halt auch nicht mehr spielen. Okay, das ist eine Chain. Puh. Wird geblockt. Ja, Trade, ne? Kriegt der Gegner ein 1-1er. Mit dem 1-1er hat er halt was auf dem Board. Gibt man hier Fetchen? Wahrscheinlich schon. Die Chains selber bringt einen nicht ist weiter. Ist die Frage, was die dritte Handkarte ist? Wenn du die Witch auf der Hand hast. Oh ja, stimmt. Wenn jetzt die Witch natürlich kommt. Oh ne, hier gibt man Fetchen. Hier gibt man Witch Fetchen, okay. Ist nicht da, okay. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Handkarte bei Dead Guy L der Mox ist. Und dann hätte die andere Handkarte halt genau die Witch sein müssen, hätte mal die Kombi gehabt. Ja, und selbst dann wäre man gestorben, bevor man sie hätte spielen können, jo, weil Eidolon. Stimmt. Ja. Stimmt. Man kriegt ja 2x2 Schaden. Genau. Hier 1-0 für Burn. Beim Sideboarden, ich weiß gar nicht, was Burn boarden kann. Blood Moon? Smash the Smithereens. Smash the Smithereens, Blood Moon. Ja, Blood Moon. Weiß es nicht. Haben die sowas wie jede Kreatur kriegt einen Schaden? Nee. Jede Kreatur kriegt 2 Schaden. Pyroklasm spielen die hin und wieder mal. Was natürlich gespielt werden kann, was auch gar nicht mal so schlecht ist, ist der Sulfuric Vortex. Stimmt. Kein Leben kriegen und ein bisschen die Glock verbessern. Mhm. Auf der Seite von Dead Guy Arrow wahrscheinlich generisches schwarzes und weißes Removal. Ja, in rauen Mengen. Ja. Sumpf Go. Mhm. Ist nicht so der Dead Guy Arrow Start, den man haben will. Discarder. Ness, echt nicht der Start, den Dead Girl haben will. Wenn ich es richtig sehe, ist aber auch ein Mulligan passiert. 2, 4, 6. Nee, ist kein Mulligan. Okay. Mhm. Jo, Goblin Guide Go, ne? Goblin Guide Beat. Push. Push auf den Trigger. Und. Sehr, sehr cool. Das natürlich. Das ist sehr, sehr cool, wenn man jetzt die Hymn spielen kann. Oh ja, Fetch, Sumpf, Hymn. Dun, dun, dun. Das gefällt dem Burn-Spieler eher weniger. Ja, Hymn kann den ziemlich zerlegen. Ja, vor allem, weil es halt auch einfach jetzt 2 Länder treffen kann, wenn er dann kein Land mehr zieht. Macht man einiges. Das ist auf jeden Fall ein Bolt und ein Fetch. Das war auf jeden Fall eine teure Hymn. Ja, das war eine teure. Das ist korrekt. Jetzt ist die Frage, haben wir noch ein Land? Ein Land nachgezogen sogar. Ja.
Schwein gehabt. Ja, ist halt die Frage, jetzt der Burn-Spieler, Eidolon, Swift Spear Plus. Swift Spear Plus Bolt wäre halt eine Menge Damage, wir haben wieder 5 Damage, das wäre schon ganz gut. Stimmt, ja, der Bolt, der ist dann halt immer so. Rift Bolt. Okay. Ist das eine Kalia auf der Hand? Das, ja, ich glaube schon. Ich frage mich gerade, ob der Burn-Spieler gerade einfach noch 2 Länder auf der Hand hat. Bob. Genau die Kreatur, die man gegen Burn haben will. Ja, vor allem mit Better Skull im... Ja, mit Better Skull im Board. Das kann halt ordentlich wehtun. Man kann das Spiel halt verlieren, aber man kann halt auch so ein bisschen Glück haben. Und ich glaube, hier ist einfach auch der Punkt, wenn der Burn-Spieler nicht ganz so viele Sachen hat, muss er jetzt den Bob einfach removen, weil er sonst zu viele Karten zählt. Ja, ja, der Bob, der kriegt, generiert dann halt Value. Ich meine, ein guter Bob deckt ja auch nur Nuller auf. Ja, ne? Genau, ein guter Bob. Das ist ungefähr genauso wie meine Delver. Ja, gut, die sind schlechte Delver, die flippen ja nicht. Nee, nicht ohne vorher schön gestreichelt zu werden. Ja, okay, hier wird der Bob geboltet. Ja, hätte ich glaube ich auch gemacht. Mhm. Je nachdem, was die Hand macht, man hat jetzt gerade keine Kreatur auf dem Board. Klassisches Legacy-Deck. Runde 3. Die einzigen Schadenspunkte, die passiert sind, sind durch Fetchländer. Insgesamt 4 an der Zahl. Ja. Klassisches Ding. 3 Mana Blood Moon. Ja, okay, in dieser Situation ist der Blood Moon ziemlich kacke. Ja, der ist gerade sogar relativ irrelevant. Weil die Farben, die Dead Guy L braucht, hattet schon. Ja. Jetzt kommt wahrscheinlich die Kalia. Jupp. Ja. Das ist die Kalia. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Kaya. Kaya, genau. Kaya. Ja, die 2 Karten genau, aus dem Grave. +1, +2 Karten aus dem Grave, wenn eine Kreatur dabei ist, was es ist. Durch den Push. Ja, durch den Push. Mein Leben. 2. Und der Minus-Effekt ist, man exiliert ein permanentes Mana kosten 1 oder weniger. Und die Ulti ist, ein Spieler deiner Wahl kriegt x Schadenspunkte, du kriegst x Leben, wobei x die Anzahl an exilten Karten ist. Das kann natürlich mit dem Plus vorher ein bisschen ganz gut sein. Ja, oder Rest in Peace im Sideboard. Ja, die Frage ist, ob man den hier benutzt. Also das Rest in Peace. Ja, und hier nimmt man dann wahrscheinlich gleich einfach die Marke runter. Das war jetzt gerade die Frage, wieso legt man jetzt keinen zweiten Buddy daneben? Ja, ist die Frage. Ob man das denn überhaupt macht? Oder ob man ja als Burn-Spieler sagt, ja, genau. Ja, ja, man sagt einfach, man lässt es sein und dann... Genau, kommt hier ein... Ah, da wurde, glaube ich, versucht, dass den Sunback Canyon, der unter dem Namen ist... Ach, stimmt, der ist ja auch ein Mountain jetzt. Ja. Dementsprechend behindert der Mountain gerade den Burn-Spieler mehr als den Dead Guy-Spieler, was traurig ist. Ja, das war dann schlicht. Aber hübscher Blatt. Ja. Chromox. Exalten Bob. Warum? Stoneforge. Sehr, sehr cool, jetzt gerade die zu ziehen. Jetzt ist die Frage, gilt man trotzdem auf die Better Skull? Ich denke ja. Weil man hatte schon 4 Mana auf dem Feld. Man muss nur noch eins nachziehen. Vielleicht hat man das sogar auf der Hand. Ja, genau. Oh, dann wird man das Land noch droppen. Ja, oder man zieht halt dann einfach eins nach. Das kann man dann machen, wie man möchte. Ja, 5. Man exalt sich selber. Ja, exalt bei sich, kriegt 3 Leben, ja. 2 Leben geht auf 23, genau. Auf so 23. Und dann eine Better Skull auf deinem, für 2 Mana kommt. Noch eine Jitte. Die Kreatur, ja, wollte ich gerade sagen, die Kreatur darf lange nicht leben. Nee, das wäre sonst echt schlecht. Die darf vor allem nicht in den eigenen Zug kommen, weil man kann sie ausrüsten, auf dem Bolt könnte man dann noch immer noch die Better Skull bringen. Das ist sehr, sehr doof. Da Eidolon. Kommt Eidolon. Das wird aber wahrscheinlich nicht mehr lang leben mit der... War da ein Land? Ich glaube, das ist ein Fetchland. Das ist, glaube ich, ein Karak. Ach, das ist da ein Stoneforge. Spot of Fire and Ice. Dann kann man die ausrüsten, die Stoneforge. Ja, ich würde die auch einfach ausrüsten. Ja. Das Mana kann man ja sonst eh nicht nutzen. Nö, dann hat man noch die Kaya. Dann wird auch nicht angegriffen. Ja. Kaya plus... Ach, das sind jetzt... Es ist ja auch gerade eine Kreatur mit der Stormforge in den Friedhof gegangen. Ich war gerade überlegen, weswegen an den Lebenspunkten runtergedreht wurde. Wegen dem Eidolon.
Stormforge, Cast Iron, sind 2 Damage. Ja, genau. ja, jetzt habe ich es auch. Genau, so, hier 2, 3 Mana, Riftbeutel, Hardcast. Ja. Das, aua. Die Kreatur muss weg. Jetzt noch die Frage, greift man die Kai an? Ja, die drained halt die ganze Zeit live, ne? Auf der anderen Seite, du klopfst jetzt für 2, die hat plus 1, das heißt, du schwuchst da 6 Runden drauf rum. Ja. Aber auf der anderen Seite machst du halt sonst 6 Runden keinen Schaden. Ja, genau, weil die Leben werden halt gerade rausgeholt und da ist das 5. Land für Bellasker. Uff. Das ist jetzt halt eklig. Yes, vor allem jetzt ist nochmal eine Kreatur reingekommen in Friedhof, das heißt, man kriegt wieder 2 Leben. Die Beast Girl und dann... Bellasker Go, da kommt noch ein Token drauf, der wird, glaube ich, gerade gesucht. Jetzt muss man Smash des Smitherins haben, ansonsten wird's schlecht. Und zwar braucht man das Smash, wenn dann diese Runde. Ja, das sieht der Burn-Spieler genauso und wirft hin. Also on the draw kein Smash gefunden, ansonsten macht die kriegt man die Better Skull halt nicht mehr. Die Frage, ob man Smash reingebordet hat. Wenn man das Matchup nicht kannte und nicht wusste, dass es Dead Girl ist, bin ich mir nicht sicher, ob du es in den ersten paar Zügen erkennen kannst. Ja, also wenn du das Deck kennst, siehst du es auf jeden Fall. Du weißt, es ist das einzige schwarz-weiße Deck, was Midrange spielt. Ja, schwarz-weiß mit Chromoxen. Und also die Frage ist halt, ob du glaubst, dass das, also du müsstest ja dann auch drauf kommen, dass das Stormforge Package drin hat. Ja, genau. Genau. Ich meine, Dead Girl hat es eigentlich immer drin, aber wenn du halt den Anfang nicht genau so gesehen hast, dass es ein Dead Girl ist, kann ich mir schon vorstellen, dass so Eliminate, Goblin Guide, Start, Hammer. Jo, der macht viel. Aua, aua. Dass man hier halt einfach die Smash nicht reingebordet hat, weil man nicht gesehen hat, was man hat. Man hat nur eine Menge Non-Basics gesehen, deswegen der Blood Moon. Ja, schwarz-weiß Non-Basics. Ich meine, klar, jetzt wird Smash natürlich hundertprozentig drin sein. Es kann natürlich auch sein, dass es schon drin war. Ja, einfach nicht. Und wir einfach nicht gezogen hatte, genau. Das gehe ich eher von aus. Genau, da war der Angriff, die 2 Damage. Und dann geht man ins Go. Ja, da hat man aber das Land bitte noch getappt. Ja, ach, wird ja gleich eh wieder enttappt. Ja, oder es passiert halt beim beiden Spielern in der Runde. Ja, nochmal Fetch einladen? Wahrscheinlich. Also die Frage, hat man das Sword oder den Push? Ja, vermutlich den Goblin Guide. Push. Und dann ist die Frage, will man den Trigger noch abwarten und eventuell eine Karte ziehen oder die 2 Leben stallen? Ja, das ist genau die Frage. Ich glaube, gegen Burn ist es tatsächlich je nach Handkarte abhängig, ob man noch Länder hat oder nicht. Wenn man genug Länder hat... Ja, dann würde ich auch einfach... Okay, nur Chain Lightning. Chain Lightning. Beat. Gehen wir auf 10. Ja. Uff. Das kann man natürlich auch mal machen. Das ist ein guter Turn 2. Da kann eine Menge passieren. Vor allen Dingen, je nachdem, wie schlecht das läuft, kannst du nächste Runde schon tot sein. Ja. Und hast noch gar nichts gemacht. Und gerade abgeworfen. Stimmt. Wow. Ja gut, Eliminate ist ja auf der Hand, das wissen wir ja. Ja, du musst. Das ist auf jeden Fall ein Old Border Bolt, den sehe ich auf jeden Fall. Da muss man jetzt halt gucken. Der kann ja gleich wieder mit dem Trigger auf den Stack Dinge tun. Ja, Trigger auf den Stack, Land. Ja, das brauchen wir. Das ist ein Schockland. Das ist ein Schockland? Ja. Einfach aus dem Grund heraus, dass sonst Softmiles dazu kommen kann. Bis zum Decktag morgen sehen. Dass Wasteland Surgical dich komplett aus dem Spiel nimmt, wenn du dich auf deine 4 Scrublands verlassen musst. Ja, okay. Ja. Und die einzige Budget-Option, die das Deck wirklich hat, ist, dass ich nur 2 Marshlets habe und deshalb ein bisschen Flooded Strand und dann die Prismatic Vista rein splicen musste. Ja, okay. Aber ansonsten ist das Deck tatsächlich genauso, wie es auch spielen würde. Ohne Lilies tatsächlich. Ja, ist aktuell. Dafür halt die Kayas, die sind halt aktuell einfach besser. Ja, glaube ich auch. Und da kommt noch der Fetch. Dazu kommt ja auch noch, dass eben die Combo viel Platz verbraucht und man den Platz halt schaffen muss. Und ja, das Schockland halt wirklich so diesen Surgical umgeht, was halt schon wichtig ist. Okay, du hast gegenüber dem Schockland hast du nur das eine andere Land, was du fetchen kannst, was du auch cyclen kannst. Dann macht halt, boah, da musst du halt End of Turn fetchen. Ja, ja, genau. Und das Schockland kann halt auch mal einfach geschockt werden, manche Matchups. Oder man sucht sich es wirklich End of Turn. Man hat ganz oft auch einfach Mana übrig. Das stimmt. Puh.
Cries of Progress, ouch. Tschüss. Das ist eine Menge Leben. Das ist out of sequence. Ah ne, da wurde mit der Kai auf dem Deck wurde. Der hat gefetcht, damit er sich selber keinen zwackt und hat dann den Price gespielt auf die Kai. Ja. Aber Price ist nicht erratet worden, dass er Price auf Flensburger schießen kann. Weil Price ist ja auch wieder ein X-abhängiger Spell. Ja. Und die wurden ja so erratet, dass die meisten davon aus, dass wirklich nachher gedruckt. Aha. Dass die nicht auf. Ich glaube, ich sehe zwei Bolts auf der Hand. Jetzt natürlich die Frage: Gehen die beiden Bolts auf die Kaya und killen die Kaya oder gehen die zwei Bolts ins Gesicht, damit der Gegner auf einem Leben ist? Uff. Ja, du bist halt, wenn du die es beiden Bolts ins Gesicht schmeißt, nur noch einen Bolt davon entfernt, den Gegner zu töten. Es sind aber auf jeden Fall mindestens eine Kreatur noch im Friedhof. Da geht man zumindest auf drei, was immer noch im Bolt Range ist. Ja, was immer noch im Bolt Range ist. Also würde ich schon fast sagen: up in the face. Oder macht halt. Gar nichts, was jetzt irgendwie. Strange. Man kann sich natürlich hier noch ein bisschen länger überlegen, je nachdem, was der Gegner noch macht, die End of Turn zu benutzen. Ja, ich würde halt jetzt einen Teufel tun und schocken. Was? Das ist nicht das Schockland, das ist das Horizon Land. Das Horizon Land, ja. Aber das möchtest du hier nicht benutzen. Das ist jetzt aber auch knapp. Ja, man ist hier ziemlich knapp vor Tod. Man geht hier jetzt halt auf 9, was halt nochmal ein bisschen Lebensdort. Mhm. Die Frage, ob man jetzt trotzdem noch. Ne, man hat halt das Eliminate auf der Hand, das man haben möchte. Ja. Und ja, Bolt. Bolt die Stoneforge. Hat man noch eine Kreatur auf der Hand? Das ist die Jitte, dann das. Das Schockland. Das Schockland. Eliminate. Da ist nicht mehr so viel auf der Hand. Nee. Aber bei einem Burn-Spieler geht halt gerade das Pulver aus. Das scheint so. Vor allem jetzt, wo die Stormforge wieder geboltet wurde, geht die wieder weg und. Naja, dann man schafft im Endeffekt, schafft man mit dem Bolt 2 Leben beim Gegner. Genau. Was eigentlich 3 Schaden im Gesicht hätten sein können. Das tut weh. Das ist schlecht. Das tut da richtig weh, aber da ist ein Smash, okay. Ich wollte gerade sagen, da muss jetzt dort Smash kommen, ansonsten kann man direkt schieben. Ja. So hat man wenigstens eine Kreatur losbekommen, ohne dass man einen Friedhof bekommen hat. Korrekt, korrekt. Und auch hier glaub, wieder 7 Spieler ist noch gar nichts drin, ne? Also nichts mehr. Nichts mehr. Es dürfte jetzt auch keine Kreatur mehr drin sein, meine ich. So, jetzt kann man auch. Das war auf jeden Fall ein Chain Lightning gerade gewesen auf der Hand. Das sah sehr danach aus. Und jetzt wieder die Frage, nimmt man jetzt noch die Kaya, solange sie noch in Range ist, raus? Müsste man eigentlich. Ich denke auch. Weil ansonsten, du musst jetzt ein bisschen auf Zeit spielen und die Kaya vermiest dir halt das Spiel jetzt so langsam. Wenn man die Chance hat, jetzt ist der einzige Spot. Genau, weil danach würde sie halt plus gehen. Weil den Minus benutzt man sehr, sehr selten in diesem Matchup, weil es trifft ja im Endeffekt nur Zwift, Spear und Goblin Guide. Goblin Guide. Und diesen, den One-Off oder Two-Off Grim Lovamancer. Ja, okay, was aber bis auf eine, glaube ich, alle Kreaturen sind. Ja. Die Ulti trifft ja nur den Gegner, also den Spieler, der so viel Schaden kriegt, so viele Karten, wie er exiled hat. Mhm. Dadurch wäre es aktuell ziemlich nutzlos, weil man würde sich halt selber schießen für X und würde X Leben kriegen. Ich meine, oder es wird wahrscheinlich jeder Opponent sein, oder? Ich meine, es ist ein Spieler, es ist noch aus der ganz alten Zeit. Ach so, wo die Karte, wo die Planeswalker noch nicht broken waren. Aber hier, so wie die Kaya durchgelesen wurde, ist, glaube ich, hier wirklich die Frage: Burnen oder nicht burnen? Bleibt sie liegen oder geht sie sterben? Ja. Ich meine, die Zuschauer können ja mal jetzt in die Kommentare schreiben, ob sie burnen würden oder nicht. Können sie mal, jetzt kann man mal überlegen, da liegen jetzt schon 2. Die hat jetzt, glaube ich, schon eine Menge Leben. 6 Leben? 6 Leben. 2 da gemacht, ja. Und also, ja. Double Bolt da drauf. Das war eine solide Idee. Ja. Und ich glaube, die letzte Handkarte ist, glaube ich, ein Grim Lovamancer, wenn ich mich alles täuscht. Ja, okay, den kann man jetzt natürlich da noch spielen. Okay, der läuft halt in jedes Removal. Jedes Eliminate. Ach stimmt, das ist ja immer noch auf der Hand. Ja. Deshalb, also da ist noch ziemlich viel offen. Ist das schlecht? Ja. Keine Handkarten mehr.
Ja, aber so im Vakuum ist der Grim Lavamancer besser als jeder andere Beater. Ja, einfach weil er beim Gegner auch was removen kann. Das ist die Frage, was der Schockland. Dead KL noch ziehen kann. Chromox. Boah. Bisschen sehr spät. Das ist eine Menge Mana. Silencer. Frage ist, ob man den hätte hier spielen müssen, aber. Kommt aber die Frage, was in der Hand noch ist, ne? Das ist der Spirit auf den Lava-Mancer. Ja, okay, was willst du mit dem noch ansagen? Das ja, mit dem Silencer kannst du halt irgendwas noch ansagen. Er ist immer noch ein 2-3 Beater und Blocker. Das ist der Draw. Ist halt die Frage, brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana in dem Deck? Eigentlich nicht, du brauchst maximal 5. Jitte, Equip, Beat. Equip, Beat, ja. Kommen 2 Marken drauf. Da macht der Burn-Spieler jetzt auch ein langes Gesicht. Was wird der auf der Hand haben? Irgendein Mountain? Ein Mountain oder irgendein Spell, der Face oder, geht? Genau, ein Blast. Okay, es ist ein Fetchland, wird direkt gefetcht, damit man langsam sich immer ausdünnt. Ich glaube, ab dem 7. Fetchland hat man dann Deck effektiv ausgedünnt. Boah, wenn das jetzt Top-Deck ein Price of Progress gewesen wäre und die auf der Elite liegen 2 Marken, da hätte ich mich als Burn-Spieler so in den Arsch gebissen. Ja, es sind 2, 4, 6, 8 Leben Damage. Ja, deswegen. 3 Leben, ja. Ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Mit Replicate. Mit Replicate, sehr, sehr cool. Gut, man macht sie ihr Leben. Aber dadurch hat man schon beide Life-Gain-Ausrüstungen weg. Ja, das macht für den Top-Deck einen guten Spot. Ja, absolut. Zieht man eine Karte. Ich glaube, man hat noch einen Chromox gezogen. Uff. Die guten Draws. Ja, mit Replicate ist halt... Das ist eine Hymn. Divining Silence. Das ist jetzt auch relativ egal. Ja, ich denke auch. Also wenn der Burn-Spieler ist im Top-Deck. Ja, auf der anderen Seite ist es halt wirklich 12 gegen 11. Das muss man halt auch sagen, dass da halt echt langsam... Angriff, Trigger und Stack. Chromox, Alter. Eliminate. Und dann zieht man den Drecks Chromox. Glaube ich, Chromox Nummer 3 dann auf der... Also dann... Beat für 2. Ne, auf 10. Was ist das jetzt? Ja, es ist ein langsamer, grausamer Tod. Ja, ist jetzt die Frage, wer jetzt wen tötet. Hm. Ho. Wannland. Mountain. Super. Beat für 2 und auf 8. Weil wenn man jetzt einen Bolt zielt und den Spirit los wird, bekommt man 1/1 und das Momentum könnte sich ändern. Oh, Eilon. Uff. Ja, okay. Auch Eilon. Ändert es. Stimmt. Momentum. Aber wie gesagt, könnte. Nicht müsste. Ja. Und der Gegner hat ja noch mehr als genug Spells, um das Ding loszuwerden. Gefühlt sind das nur noch Chromox. Ja, da ist aber ein Spots auf der Hand. Oder sowas. Oh, ist das eklig. Das ist absolut grausam hier gerade. Auf der anderen Seite, das ist das Turn 1 Combo-Format, von dem alle reden, oder? Ja, das ist das Format, wo Uerdelver so dominiert und Turn 1 alle Combo spielen. Ja, ja, sieht man. Wo man im Endeffekt mit dem Würfelwurf schon eine Münze flippt, ob man gewonnen oder verloren hat. Ja, yep. So ähnlich würde ich das hier auch bezeichnen. Auf der anderen Seite ist es halt hier echt schwer. Ich weiß gar nicht, wie der Burn-Spieler noch groß rauskommen will. Riftbolt auf den einen, kriegt einen 2-2er. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Kann er blocken, kriegt einen 1-1er. Wenn der Gegner keinen... Ist da eine Inquisition noch auf der Hand? Das kann gut sein. Boah, das ist natürlich der Top-Deck, was man auf jeden Fall haben will. Ja. Boah, ist das eklig. Oh mein Gott. Das sind halt auch genau 6 Damage. Der Token ist blau, damit kann er nicht blocken. Oh nein. Und das ist Liefel, ja, 2-1. Unten steht schon. Dead Guy gewinnt 2-1 gegen Burn. Boah, schieß mir ein Knie. Das ist ein Top-Spiel, ey. Großartig. Ich find's großartig. Es hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.